So, Moment. Und ein Stack wohl mit den Samen, also Setzlingen. Okay, nehmen wir Birke. Schwarzeiche ist mir zu dunkel. Birke ist mir eigentlich zu hell. Was haben wir denn da hinten noch? Nee, da haben wir ja das Dorf da hinten. I don't know. Wie gesagt, Birke ist mir eigentlich zu hell. Was nehme ich denn? Bleibt ja eigentlich nur normale Eiche, ne? Mangrove wäre vielleicht noch was. Mangrovenholz ist so orange. Nee, oh. Warte mal, Akazienholz wäre auch noch gut. Also das aus der Steppe. Weil das ist grau, wenn ich die Rinde dran lasse, und orange ist das Innere. Das wäre ein schöner Farbakzent, ehrlich gesagt. Das wäre tatsächlich kein schlechter Farbakzent. Ja. Akazie ist, glaube ich, the way to go gerade. Wir gucken uns mal hier das Dorf nochmal an. Vielleicht gibt es da Schönes zu plündern. Oh fuck. Ich Vollidiot. Das kann ich nicht, ich muss das Dorf verteidigen. Ich kann die hier nicht sterben lassen. Warte mal, ich muss mal kurz dafür sorgen, dass der hier auf jeden Fall überlebt. Es muss zumindest einmal einer überleben, glaube ich. Wo ist der letzte von denen? Ist der hier runtergefallen? Ja, so. Boah, das ist jetzt natürlich eine Ansage, ne? Ja, ich habe die Elytra nicht anders, weil ich habe die Rüstung, das ist gut.
Kam echt einer von hinten gerade? Die Sau. Au. Au. Ich nehme hier schnell raus, sonst bin ich am Arsch. Oh, das ist ein Ravager, ne? Ravager ist nicht gut. Ellie, geh aus dem Weg! Die Viecher sind gefährlich. Die Viecher sind richtig gefährlich. Wo ist der letzte? Wo ist der letzte? Ja, cool. Wo ist der letzte? Die sind ja von da gekommen. Tatsache, da unten ist er. Wo sind sie? Na komm. Na, da ist einer. Oh, der Eisengulam macht gerade kurz einen Prozess, ey. Aber schnell die Nacht überspringen. Alter, wo kommt denn die scheiß Hexe her? Scheiß Hexe, Alter. Thank you.
Aber ganz schön auer, der Typ, ey. Wie viele Wellen kommen denn da noch? Okay, der Ravager muss zuerst dran glauben. Meine Fresse, hat der Drogen genommen oder was? Wieso ist denn der so schnell? Das war so ein Zauberer, ne? Ich habe das Totem bekommen. Und wieder von rechts. Okay, erstmal gucken, was haben wir diesmal. Ich fange jetzt mal hier außen an, dass mir keiner in den Rücken fällt. Hier war noch ein zweiter. Wusste ich doch, hier war noch ein zweiter. Der Ficker hat auf mich hier drin gewartet, ey. Was ein Drecksack. Okay, ist eine Hexe dazwischen. Okay, die Hexe ist down.
Der letzte ist doch hier wieder da vorne so. Also ein Raid ist ganz schön anstrengend, wisst ihr das? Okay, sie kommen von da. Was ein scheiß Magier. Nicht nur einer davon. Die Allies stehen die ganze Zeit im Weg rum, ey. Dass die Viecher durch Wände und so können, ist halt richtig assi, ne? Kommt das Schwein. Oh, die Allies! Alter, ey, bitte lass das die letzte Welle sein, ey. Ah, da hinten. Da ist noch ein Schwein. Junge, da war wieder dieser komische Zauber. What the fuck?
Schwert Flammenverzauberung. Die Sau hat Feuerverzauberung auf seinem scheiß Schwert. Da war noch einer, wo? Wo war da noch einer? Die Drecksau, ey. Alter Schwede, ey. So, waren das jetzt endlich alle? Ich hoffe, das waren jetzt endlich alle, ey. So, und einen Bewohner habe ich eingesperrt, der dürfte das Ganze ja überlebt haben. Und zwar der da. Oh, ihr seid sogar zwei, cool. Schenken die nicht mehr normalerweise was bei Held des Dorfes? Ich dachte immer, die schenken einen was. Puh, das war jetzt ja mal eine spannende Geschichte. Bin ich außersehen zu nah an dieses Dorf gegangen? Schenkst du mir was? Nö. Alter, ey. Aber ich wollte das Dorf halt nicht auch nicht seinem Schicksal überlassen, wisst ihr? So assi wollte ich halt nicht sein. Also zwei haben überlebt. Aber es ist genug, um das Dorf neu zu bevölkern. Also von daher passt das schon. Aber holy fuck. Okay, wir wollten eigentlich Richtung Akazie, weil wir wollten als zweites Holzmaterial Akazien haben. So. Ich habe nur noch neun Dings. Und High Botox. Da düst man einmal auf der Couch und du machst gleich einen Raid. Mach dir doch eine Farm. Arschloch. Ja, beim letzten Mal, als ich mir so eine Farm gebaut habe, bin ich dran gestorben. Also, nein. Einfach nein. Danke, aber nein, danke. Aber hey, wir können uns jetzt auf die Fahne schreiben, wir haben einen Raid gemacht und überlebt. Oh. Ist eigentlich der mit dem Totem lebt noch, ne? Okay, ihr seid zu viert, okay, gut. Wenn du ihn aus Versehen auslöst. Also pass auf, wenn du so eine Pillager-Patrouille killst oder so und dann dieses böser Omen-Effekt hast, Tweety, ja? Und du dann zu nah an ein Dorf rangehst, löst du so einen Überfall aus. Also das machst du tatsächlich selbst. Die kommen nicht random einfach. Da hinten ist Akazie, ich sehe es. Das heißt, ich nehme nochmal eine Schulkerkiste Dings mit, würde ich sagen. Wenn wir schon mal... Ah, da muss ich eben rüberfliegen. Da muss ich eben rüberfliegen. Genau, also das löst du selber aus tatsächlich. Das war ich ganz alleine mit meiner eigenen Blödheit. Da braucht das Spiel nicht mal was dafür zu tun. Deswegen hatte ich vorhin gesagt, sagt mir bitte, bevor ich jetzt wieder nach Hause fliege, Bescheid, dass ich eine Kuh suche, weil du kannst halt, das ist ja ein Effekt, ja? Und wenn du dann Milch trinkst,
verschwindet der Effekt. So wie, als wenn du vergiftet bist oder so, wenn du dann Milch trinkst. Ja, so, deswegen habe ich danach gefragt, aber dass ich dann, habe ich nicht drüber nachgedacht, dass ich in das Dorf noch rein wollte. Dann bin ich einfach reingegangen. Wow. Das sieht auch krass aus hier. Holy shit. Ja, dann bin ich einfach reingegangen, habe mich drauf geachtet. Zack, Raid. So, weil ich halt eben, keine Ahnung, ich wollte nicht, dass das Dorf komplett tot ist, ja. Habe ich dann mich um den Raid mal eben gekümmert. Also mal eben. Ich habe ein bisschen gezittert, muss ich gestehen. Also jetzt nicht, ne? Echt, aber halt eben so im übertragenen Sinne. War eine Zitterpartie. Also mal eben eine Schulkerkiste voll mit Kirsche wird, glaube ich, nichts, glaube ich. Halleluja. Und Botox, guten Morgen. Schön, dass du wieder wach und da bist. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Wie mit Minecraft hast du nicht bisher nicht so viele Berührungspunkte gehabt, kann das sein? Oder ist das bei dir auch einfach schon lange her wie bei mir? War ja vorhin schon hier, aber da wurde mein Moin überlesen. Echt? Was jetzt nicht so tragisch ist, Menschen habe ich noch ein bisschen mitbekommen und dann eingelöst. Ich habe wahrscheinlich wegen der Menschen, da war ich auch super angespannt. Bei der Menschen war ich mega angespannt, Botox. Es tut mir sehr, sehr leid, dass ich dich überlesen habe, wirklich. Das sollte nicht passieren, aber es ist leider passiert. Ja. Ich finde es trotzdem ärgerlich. Ich möchte nicht, dass sich meine Zuschauer ignoriert fühlen, weißt du? Deswegen ärgert mich das. So. Sehr, sehr lange her. Ja, okay. Dann sind diese ganzen Mechaniken für dich auch neu. Also ich musste mich jetzt echt auch überall reinlesen. Alter, das sieht so geil aus. Ich muss mich auch wirklich überall reinlesen. Weil die Mechaniken sich in dem Spiel so krass verändert haben. Und einen Teil habe ich immer noch nicht auf dem Schirm. Also es wird auch bei mir noch ewig dauern, bis ich alles wieder kann. Weil das Spiel doch die letzten Jahre doch sehr, sehr, sehr gemacht hat. Entschuldigung.